Mahlzeit, liebe Fußballfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Westen bei den Pottbolzern. Mein Name ist Stefan, ihr seht es dort eingeblendet, und ich begrüße wie immer an meiner Seite, und wir haben gerade hinter den Kulissen ein bisschen gescherzt, könnte man sagen, meinen Kartoffelkäfer zur rechten Seite, den guten Sven. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Stefan. Das war jetzt eine Steilvorlage irgendwie, ne? Irgendwie, der musste jetzt raus. Aber hey, was soll ich dir sagen? So wie wir das ja gerade eben schon mal thematisiert haben, Stefan ist heute gut drauf. Ich kann euch schon mal vorwarnen, ihr Lieben, die ja schon wieder zahlreich mit dabei sind. Stefan ist gut drauf. Stefan hat den ein oder anderen Take vorbereitet und hat richtig, richtig gute Laune. Also das wird eine ganz, ganz tolle Folge werden. Eine gute Stunde, die wir jetzt wieder abreißen werden zur Regionalliga West. Wie habe ich es heute gesagt? Aachener One-Man-Show und der Aufstand der Kleinen. Das neue TSV-Magazin hier mit Stefan und Sven. Du hast vollkommen recht. Nee, also, ey, ganz ehrlich, waren so viele Themen. Ich lasse jetzt mal meinen Ärger so ein bisschen freien Lauf, ja? Feel free. Also, dass mein Verein an diesem Wochenende verloren hat, das ist das eine. Daran habe ich mich ja mit Sicherheit schon gewöhnt, Sven. Also, das ist jetzt nichts Neues. Geht dann aber über so Geschichten, wo ich echt sage, Laptop-Trainer, Entscheidungen wieder, die getroffen werden, die gefällt werden. Wir kommen ja auch nachher bei so einer Eckengeschichte bei Alemannia Aachen, Taktik und Trainer Fuchs und auch beim MSV und in der Bundesliga, wo ich einfach sage, ey, da bin ich irgendwann auch gefühlt raus, weil für mich verkörpert der Fußball auch andere Attribute, sage ich jetzt mal, als einfach nur, ich spiele eine Runde Schach. Dann über, dass ich in, ich weiß gar nicht, du bist noch gar nicht in der Kick-and-Quatsch-Community drin, ne? Du wurdest noch nicht eingeladen, ne? Also als Gast, oder? Wurdest du schon mal angefragt? Nein. Ich bin da bis dato noch nicht angefragt worden, Herr Kottwitz und Herr Co. und so. Also bitte. Also da wird ja auch nach den jeweiligen Auftritten immer noch in so eine WhatsApp-Gruppe eingeladen. Da ging heute schon wieder so ein Video viral aus dem Amateurfußball, wo auf einmal bei einem C-Junioren-Spiel, wo auf einmal Zuschauer, aber Erwachsene, auf einmal dann Spieler schlagen im Amateurfußball. Ich ganz ehrlich. Ist das die Nummer aus Bremen gewesen? Weiß ich gar nicht. Da, wo die dann auch den Spieltag komplett gekillt haben im Bremer Fußballverband und sowas? Ich glaube, das war eher hier aus Nordrhein-Westfalen. Und da fehlt. Also ist jetzt nicht so, dass man auf der einen Seite geschockt ist, weil sowas zum ersten Mal jetzt passiert, aber man ist trotzdem dann jedes Mal wieder irgendwie. Boah, ey, da könnte ich im Moment hier Löcher reinschlagen. Und dann, wie du es gerade schon mitbekommen hast, O2 is watching you. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Aber, O2 can do. Aber es wird richtig geil. Es wird auf jeden Fall richtig geil, Sven. Und wir beginnen ja bekanntlich immer mit einer neuen Kategorie hier, die wir, was heißt neuen Kategorie? Ich wollte schon. Also ganz so neu ist sie nicht mehr. Nee, mit einer Kategorie, die wir ja aber immer wieder am Anfang reinwerfen. Und dazu gibt es ja Folgendes. Einmal jetzt die Ohren zuhalten oder anschnallen, denn die meisten beschweren sich immer, dass es so laut wird. Aber wir gucken mal. Boah, der gute Flotti. Der wird auch nicht älter auf dem Bild, wie auch. Von daher kommen wir zu unserer Kategorie, und zwar dem Im Westen des Tages. Sven, es geht in die heiße Phase. Anton Heinz hier im Moment nicht am Start. Zumindest beim letzten Spiel, jetzt hier am Wochenende. Und deswegen, ja, werden die Aachen-Fans hier, ich sehe schon, Heister, Paljuka. Erstmal schöne Grüße natürlich an die Leute da draußen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Dursun Aslan, Alemannia United, Marv Müh, Olli Aachen, Hans Wurst, Papa Cool, Marvel, Patrick, Aquis Graner, René Gasterich, der Patrick, der mir im Hintergrund immer schreibt bei Instagram, genau wie der Meistermeister. Ey, das sind mittlerweile so viele, ne? Kann es, Wahnsinn, sein, ne? Kann es sein, dass heute die 25.400 vom Spieltag hier auch heute bei uns im Chat sind? Hätte ich nichts gegen, ne? Also 25.400 wär gut. Also das wird hier, glaube ich, schon ein bisschen explodieren. Ich schwöre dir, können wir ja mal so eine Wette machen. Wenn 25.000 Leute jemals, sagen wir mal, alleine nur das Video schauen würden innerhalb von einer Woche, dann würde ich mit dem Fahrrad von hier aus bis zu Heiner Backhaus fahren.
Ja, das ist ein guter Deal. Also, lieber Alemann, wenn es dann soweit ist, ne? Also, wir haben gestern schon mal überlegt, wir haben schon teilweise Wetten insgeheim abgeschlossen. Vielleicht ist es ja gegen Bocholt schon soweit, ne? Dann wollen wir aber die 25.000 hier auch im Stream sehen, ne? Also, das, und dann wollen wir Stefan natürlich auch mit dem Fahrrad zu Heiner Backhaus fahren sehen. Das kommt noch dazu. Also, aber wir haben noch was vergessen. Wir werden ja schon im Chat wieder darauf aufmerksam gemacht. Der gute Patrick macht uns ja darauf aufmerksam. Es fehlt ja noch was. Oh, diese Kategorie wird nämlich euch und uns allen präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Perfekt, aber ist ja geil, wenn Leute mittlerweile mitdenken, ne? Das ist super, ich find's genial. Und dem einen oder anderen macht's ja auch richtig Spaß. Wir können ja mal einen Aufruf machen. Und zwar, ihr könnt uns gerne alle mal bei Instagram folgen und das, was der Sven hier immer übernimmt, diesen Part, den könnt ihr oder lustigste Einspieler von euch, den nehmen wir jetzt hier dauerhaft mit rein, Sven. Oh, geil. Da wärst du zwar abgelöst, aber ich glaube, das können wir können wir einen Kompromiss finden, oder? Das ist super. Das erinnert mich tatsächlich. Ich weiß nicht, der ein oder andere würde wahrscheinlich auch mit American Football ein bisschen was im Hut haben und Football Bromance den Podcast hören und immer diesen Einspieler dann von Patrick Esume, wenn er dann jedes Mal die Werbung ankündigt. Dieses Didit. Das ist, finde ich gut. Das ist eine gute Idee. Machen wir das mal. Also. Und wir werden hier noch aufgefordert. Zeller fehlt noch in der Liste. Leroy Zeller, den haben wir einmal tatsächlich ja mit zur Abstimmung gehabt und als Sieger gehabt. Und ja, gehört natürlich auch in die Auflistung. So langsam gibt es ja auch Platzprobleme. Wir haben ja so viele Leute da schon mit drauf auf der Chart, das wird ja langsam eng. Vollkommen richtig und ja, Sven, wir machen heute mal den Im Westen des Tages vorneweg, wie gewohnt. Und ich würde jetzt einfach mal zwei unspektakuläre Namen reinschmeißen. Und du kannst dir Mach mit mal. Sicherheit denken, nachdem ich ja jedes Spiel hier ausführlichst gesehen habe, ich habe mir alle Spiele über 90 Minuten reingepfiffen, dass ich hier auf keine Statistik schauen werde, sondern wirklich nach Leistung gehe. Und deswegen nehme ich Kuschtrim Asalari und ich nehme den Kollegen Bornemann von Wegberg Big. Zwei komplett unspektakuläre Leute im ersten Moment. Aber ich sage mal so, was bleibt mir anderes über, als wenn Borussia Mönchengladbach Zweitvertretung auswärts 4 Tore erzielt, beim SC Paderborn ebenfalls Zweitvertretung. Und da gibt es diesen jungen Mann, Asalari, der da 3 Tore netzt. Das kommt ja in der Regionalliga jetzt auch nicht so oft vor, dass wir da jemanden haben, der da 3 Tore schießt. 20 Jahre jung, ist Vor allen Dingen vielleicht lange verletzt gewesen. lange verletzt gewesen. Das wollte ich auf jeden Fall jetzt noch dazu sagen. Schön, dass du es tust. Und ja, ist ja vielleicht auch jemand, der dann vielleicht irgendwann perspektivisch mal eine Möglichkeit hat, noch eine Liga höher zu gehen. Und unsere Freunde von Wegberg Beek, nachdem sie gegen Wuppertal gewonnen hatten, vor 2 Wochen, glaube ich, war es. Jetzt hier mit einem 5-1 gegen Schalke 2, auch nicht ganz so schlecht. Und der Kollege Bornemann, wie ein Mitspieler namens Hassani. Hassani, der aber nur zwei Pentasani. Elfmeter-Tore beigesteuert hat, mit dem 1-0 und 2-0 nach 19 Minuten schon. Und deswegen nehme ich mal Bornemann und Asalari. Ja, ist eine gute Wahl. Bornemann hätte ich tatsächlich auch mit auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ich habe ja überlegt, ne? Ich habe ja ein bisschen überlegt, ob ich eventuell nach Lippstadt ausweichen soll oder mal nach Gütersloh ausweichen soll für den Im Westen des Tages. Aber nee, also ich habe euch ja schon mal gefragt in meiner Insta-Story, wer soll es sein? Und ich nehme es natürlich auf. Ich nehme es natürlich auf und ihr habt es auch hier im Chat schon sehr, sehr häufig gesagt, Florian Heister, Alemannia Aachen, ist der eine, den wir dort reinpacken. Hey, hinter den Kulissen hast du gerade gesagt, du machst das nicht. Sei ehrlich. Ne, Aber dann sei ehrlich, dass du es nicht machen wolltest. ich wollte es eigentlich nicht machen, weil ich hatte tatsächlich Bornemann auch mit dabei und jetzt muss ich ein bisschen umschwenken, ehrlich gesagt, weil wir konnten uns ja nicht doppeln dabei. Aber Nummer zwei, vielleicht für die ein oder andere Stimme auch gut. Und er ist wieder da. Er blüht auf unter Farah Toko. Er schraubt an seiner Torbilanz. Der Rekordtorschütze der Regionalliga West. Engelmann regelt wieder. Simon Engelmann, auch jetzt am Wochenende wieder erfolgreich gewesen, der gute Simon, hat dafür gesorgt, dass Rödinghausen jetzt mit auf Rang 6 in der Tabelle springt. Und ja, nachdem der jetzt wieder mit dabei ist und wieder läuft, klar, natürlich Simon Engelmann, endlich mal wieder.
Ja, dann haben wir das eingeloggt. Ich habe nur so gerade ein bisschen geschaut, nachdem du es jetzt gerade nochmal angesprochen hast. Rödinghausen auf 6, ne? Wo du dir denkst, die spielen 20 Spieltage gefühlt unter ihrer Le oder unter ihrem Leistungsniveau. Auf einmal so schnell kann es gehen. Wahnsinn. Man stelle sich vor, man würde konstanter spielen. Aber darauf schauen wir gleich mal mit Sicherheit. Kurzer Abstecher. Du warst ja in Gütersloh. Kommen wir gleich aufs Spiel zu sprechen. Warum ist mein Kollege Twarzyk hier nicht nominiert? Weil dein Kollege Twarzyk verletzungsbedingt nicht gespielt hat. Du kannst ihn ja trotzdem nominieren. Hättest du ja auch machen können, ist ja dein Lieblingsspieler. Das stimmt eigentlich schon. Ja, absoluter Lieblingsspieler von mir hier. Ich weiß zwar gar nicht ganz genau, warum, weil, oder falls der eine oder andere jetzt hier mal fragt, aber das macht ja nichts. Und jetzt sehe ich gerade, jetzt haben wir den falschen Hintergrund, da haben wir den richtigen. Und dann würde ich sagen, lass uns doch gar nicht zu viel Zeit verlieren, Sven. Die vier Leute sind auf jeden Fall eingeloggt und dann können wir ja mal volle Kanne reingehen. Und du wirst ein bisschen verwundert sein, aber ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Und auf dem Cover kann man es ja auch schon erkennen. Unsere Freunde aus Velbert, SSVG Velbert, die gewinnen 2:1. Und jetzt merke ich gerade, dass ich sogar einen Fehler begangen habe. Aber dafür würde ich dann sogar sagen, er ist außer Konkurrenz heute mal, der gute Felix. Der ist für mich außer Konkurrenz heute mal. Dem gebe ich die goldene Ananas heute mal im Nachgang in die Sendung. Nicht böse sein. Ein bisschen doof ist gelaufen, weil ich ihn einfach vergessen habe. Sorry, ich meine auch gar nicht den Felix. Ich meine Max. Jetzt komme ich Du auch noch drauf. meinst, ja. Den Max, der ist ja auch auf dem Cover. Den habe ich jetzt hier komplett mit seinem Max Bruder macht ihm verwechselt. es. Ja, das ging nämlich jetzt heute über meinen Arbeitskollegen zu seinem Bruder, dann wieder zu ihm und hin und her. Und bei dem ganzen Tohuwabohu habe ich ihn jetzt vergessen. Macht ja aber auch gar nichts. Denn die SSVG gewinnt 2:1 in einem enorm wichtigen Heimspiel für sie gegen den ersten FC Düren, also Düren spüren. Hahaha, ist ja mal wieder Here we go nichts. again. Here we go again. Und sah am Anfang nicht danach aus. Die Gäste gingen mit 0:1 durch. Boah, das sind alles Namen, ne? Hanafel? Hanafi? Hanafi. Wahnsinn. Zungenbrecher Hanafi, Geiler, total. geiler Kicker. Nee, ging mit 0:1 in Führung. Da sah die Abwehr wirklich nicht gut aus auf Seiten der Velberter. Und unser Kollege, unser Spezi hier, Robin Hilger, kurz vor der Halbzeit mit dem 1:1. Setzt sich gut durch, da wo ein Stürmer zu finden ist. Und auf der anderen Seite ist es dann Kollege Max, der dann in der 65. Minute Ala, also nicht Ala Bakir, sondern Ala Mario Basler, nur mit dem falschen Fuß, einfach mal so eine Ecke direkt ins Tor schießt. Klatscht hinten auf den zweiten Pfosten. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee, tatsächlich nicht. Fairerweise. Aber Direkt verwandelte Ecke, Sven. Und und auch deswegen bekommt da er von mir heute ein Extra im Westen des Tages. Push. sehr gut, sehr gut. Aber auch da, ne, Thematik Standardsituation, Verteidigung von Standardsituationen und Eckbällen und sowas in der Richtung. Ich fand es ganz spannend. Wir haben ja gestern Björn Mehnert als Experte da gehabt bei dem Magenta-Top-Spiel und mit ihm tatsächlich auch mal thematisiert. Das hat unser Kommentator gemacht, das Thema Verhalten bei Eckbällen und Standardsituationen und Positionierung im Strafraum. Und dann sagt er, ja, wie ist es denn mit der Pfostenbesetzung bei Eckbällen und so? Und dann sagt Mene tatsächlich, ja, ich nehme da immer den Torwart mit rein in das Gespräch, wie er sich am wohlsten fühlt. Wo ich dann, genau, Stefan schüttelt schon mit dem Kopf bei der ganzen Geschichte. Wenn ich solche Nummern dann sehe, dass ein Eckball direkt reinfliegt, an den langen Pfosten klatscht, ja, sorry, wenn da einer steht, klatscht das Ding da in der Regel nicht rein. Also das dann hinzukriegen, wäre schon Basler. Also das wäre schon so. Mit mir kannst du bei solchen Diskussionen keinen Krieg mehr gewinnen, das sage ich dir. Ich bin komplett raus. Ich bin vielleicht, meine Arbeitskollegen, die würden jetzt wieder sagen, ja, ich bin vom alten Schlag. Ne, die ganzen jungen Hüpfer da mittlerweile. Aber guck dir nachher mal, oder wenn wir drüber sprechen, auch das 2:1 für die Alemannia an. Ist ja Ja, hanebüchen. das Also war da brauche sie. ich keinen Ja. Torwart mit ins Spiel bringen oder brauche ich nicht fragen, wie fühlt sich denn Wohler? Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendein Torwart in der Liga sagt, naja, dann lass doch einfach mal einen Gegner frei am 16er stehen, wird schon nichts passieren. Also wie da einer so zentral vom 16er, das ist in der Kreisliga niemals so. Hast du ja Niemals. bei Aachen, wir springen gerade in die Boah, wir Spiele springen hin hin und und her. her. Pass Aachen, auf. Aachen-Rödinghausen letzte Woche ja dasselbe Spiel mit Paljuka. Das ist ja, wo du dir denkst, das kann doch nicht sein. 5 Meter vom Tor kommt er so frei hin und kann das Ding da reinnageln. Hier, Ich. Biancardi von Bielefeld war gestern auch gegen Dortmund 2. Biancardi, Selbe ja. Spielchen, Ja. 3 Meter vom Tor kommt der da hin und kann das Ding dann Volley da reinkloppen. Das kann doch nicht sein. Ich musste gerade nur so lachen, weil es hatte eine Sekunde gedauert. Da schrieben hier schon die ersten Mena draus.
Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen ihn habt. Der Mene ist ein Nein. netter Kerl. Genau. Sven, ich habe was vorbereitet. Und zwar, Kollege Max hat uns nämlich auf Anfrage von mir eine kleine Videobotschaft mal zukommen lassen. Denn ich hatte ihn vorm Sch oder nicht vorm Spiel, sondern nach dem Spiel. Ich wusste ja nicht, dass er in direkt verwandelte Ecke Hat er reinhämmert. gedacht, komm, dann mache ich extra für den Oh. Stefan, mache ich die Ecke direkt Nee, rein. der hat mir mehrere Szenarien hat er mir vorbereitet. Der hat mir insgesamt 35 Videos geschickt. Alle entweder so, einer auf die direkt verwandelte Ecke, einer auf seine rote Karte, die er nicht bekommen hat, einer auf einen verwandelten Elfmeter und so weiter. Wir hören ihn jetzt einfach mal, denn schaut es euch gerne mal an. Auf YouTube werdet ihr mit Sicherheit diese Ausschnitte finden und dieses Tor. Geiles Dingen, der Siegtreffer von Max Machtemis gegen Düren. Und aus seiner Sicht, ja, schildert er das Ganze mal wie folgt. Ja, hi zusammen. Ja, so ein Eckentor ist natürlich immer was Besonderes. Ne? Das ist mir vorher noch nie gelungen. Wird mir wahrscheinlich auch danach nicht mehr gelingen. Ja, ich versuche die Bälle immer scharf reinzubringen, dass irgendjemand den Schädel reinhält. Der war dann ein bisschen zu hoch. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, okay, irgendwie könnte der gut reindrehen. Ob da jetzt noch einer drankommt oder nicht, das war jetzt mir in dem Moment noch nicht bewusst. Aber dann habe ich dann so eine Sekunde vorher gemerkt, okay, das könnte wirklich klappen. Und als er drin war, war natürlich unfassbar überraschend. Auch natürlich schön, dass es dann auch der Siegtreffer war. War auch sehr wichtig, wenn man die Ergebnisse von gestern sieht, dass ja im Abschiedskampf gefühlt alle gewonnen haben oder wenigstens gepunktet haben. Daher war es brutal wichtig und ja, die nächsten Wochen, da müssen wir einfach weitermachen. Man sieht ja die anderen Punkten auch. Aber wir sind halt auch wieder da. Ich glaube, in der Hinrunde haben wir ein bisschen zu viele Punkte liegen lassen. Ja, wir haben noch direkte Duelle gegen Wegberg, gegen Gladbach zu Hause, in Lippstadt. Da sind wir uns alle bewusst, dass wir die halt, ja klar, gewinnen müssen, sonst haben wir keine Chance. Aber ich glaube da voll dran. Die Mannschaft ist intakt. Wir haben einfach Bock drauf, nächstes Jahr Regionalliga zu spielen, weil wir ja auch einer der wenigen Vereine sind, die abends trainieren, wo viele Jungs, wie auch ich, normal morgens um 6 Uhr auf der Arbeit sind. Und dann ist es ja umso schöner, dann in so einer, in Anführungszeichen, Profiliga zu sein und ja, den Klassenerhalt zu schaffen. Dafür geben wir alles. Und ich glaube da voll dran und ja, hab Bock drauf, nächstes Jahr wieder Regionalliga zu spielen. Ja, sehr geil. Netter Typ, der Max. Und vielen Dank für die Videobotschaft. Und ja, er schildert oder er fasst das ganz gut zusammen. Klar, Felbert in dieser Liga, ich will jetzt nicht sagen krass, aber ich sag mal krasser Außenseiter. Und bislang machen sie es ja für ihre Verhältnisse recht gut, ordentlich. Und dementsprechend steht da ein 2 zu 1 Heimerfolg. Und es war mit Sicherheit sehr, sehr wichtig gegen den ersten FC Düren. Ich finde es schön, wie erfrischend ehrlich der dabei ist und gesagt hat, nee, eigentlich ist mir das Ding voll abgerutscht und im ersten Moment habe ich gedacht, der kommt nicht gut. Und dann habe ich gedacht, oh, der könnte doch, der könnte doch und dann ist er hinten drin. Aber was man unterm Strich festhalten muss, ja, es ist ein überraschender Sieg gewesen. Das 2-1 von Felbert gegen Düren, gar keine Frage. Bei Düren hat man so das Gefühl, seit der Winterpause ist irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch, ist die Luft so ein bisschen raus. Aber Felbert muss auch gewinnen. Also wir sind in derselben Konstellation. Wir haben das eben hinter den Kulissen angesprochen. Schon mal der Querverweis 21:30 Uhr, der 19:02 Uhr Podcast vom MSV. Du bist halt in der Situation, wo du zum einen aufholen musst und zum anderen, wo die Konkurrenz punktet. Und das nicht nur mal zwischendrin irgendwie, sondern kommen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drauf. Lippstadt jetzt mit dem dritten Sieg in Serie. Wegberg auf einmal wieder voll im Rennen mit dabei. Gladbach 2 ist voll im Rennen wieder mit drin. Also du musst ja, selbst Rot-Weiß Ahlen darfst du noch nicht abschreiben, weil die auch immer mal wieder wie so ein Eichhörnchen Punkte sammeln. Also es ist da unten völlig absurd, was da in den letzten Wochen passiert, zumal die einfach auch gegen die großen, vermeintlich großen der Liga gewinnen. Also außer gegen Aachen halt eben, weil die die einzigen sind von oben, die souverän durchziehen. Das ist schon, da musst du halt gewinnen. Ansonsten ist für dich rund um Ostern die Saison schon abgeschenkt und dann kannst du schon alles für die Oberliga Niederrhein einreichen. Deswegen, du hast es gerade eben gesagt und Max hat es auch gesagt, die haben Bock drauf auf die Regionalliga, aber sie sind halt auch schon eher der Außenseiter und von daher musst du halt wirklich alles reinwerfen, musst in jedem Spiel 120% reinhauen, damit du überhaupt die Chance hast, nächstes Jahr noch da zu spielen. Eine Truppe, die wahrscheinlich nächstes Jahr ebenfalls noch in der Regionalliga spielt. Jetzt kommt der Trommelwirbel. Auf diesen Auftritt freut sich der Sven mit Sicherheit ganz besonders und sein Telefon könnte nach seinem folgenden Take heute Abend nicht mehr stillstehen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Gaetano, Manu, Pedel oder Pendel schweigt gleich wieder aus.
Ja, der SC Wiedenbrück. Sehr souverän gegen mal eben den Wuppertaler SV. 3 zu 0. Und Sven, wir haben ja jetzt hier mal diesen kleinen WSV-Block. Wie lang wird er heute und wie ausführlich wird er? Versuche mich kurz zu halten dabei. Also, ich hau das Take raus, was Stefan wahrscheinlich jetzt gleich sowieso zum Lachen bringen wird. In Wiedenbrück ist es immer unangenehm zu spielen. Stefan hält sich schon die Hände vor Gesicht. Problem ist, dass 16 andere Vereine auch dieses Thema haben und da spielen müssen in Wiedenbrück. Also, es würde heißen, dass Wiedenbrück alleine zu Hause 51 Punkte einfahren würde, wenn es da immer so schwierig Ich wollte ist. gerade sagen, wenn es danach ginge, müsste Wiedenbrück doch eigentlich fast aufsteigen, oder? Ja, wenn die relativ nah dran auf jeden Fall an den Aufstiegsrängen, beziehungsweise wären ganz weit oben mit dabei. Was man sagen muss, Wiedenbrück in der Rückrunde extrem stark. Ich glaube, ein Spiel nur verloren und den Rest richtig gut abgeschnitten. Haben ja auch einen riesigen Satz in der Tabelle nach oben gemacht, zusammen mit Fortuna Düsseldorf, eines der stärksten Teams in der Rückrunde. So viel mal zu den Statistiken. Am Ende des Tages musst du wirklich sagen, und das, ja, ist hier am Ende des Tages Floskel, bla 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 wieder. Der WSV hat sich selber geschlagen. Ich will jetzt nicht die Torwartdiskussion aufmachen, aber wenn du von den letzten drei, wenn du dir mal von den letzten Dingern oder wenn du dir auch das erste Tor mal ansiehst, in die Doppeldeckung hinein, einfach diesen Pass auf 5 Meter zu spielen, war halt nicht die cleverste Entscheidung. Paul Grave ist jung, macht Fehler, gar keine Frage. Auf dem oder mit den Ambitionen ist es halt schwierig. Und ansonsten, ja, also ich glaube, es ist ganz, ganz viel gesagt worden rund um diese Partie. Marco Terracino hat die Mentalität der Mannschaft in Frage gestellt. Palatan und Manno haben sich für den Auftritt entschuldigt und haben, ja, Schwanz eingezogen ist übertrieben gesagt, aber haben halt gesagt, ja, wir brauchen auf gar nichts mehr gucken. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, dass wir die Saison jetzt noch vernünftig zu Ende spielen und dann mal gucken, wo wir am Ende landen, auf welchem Platz, weil das war gar nichts. Das war, Gaetano hat es gesagt, es war bodenlos nach dem 1 zu 0. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und da fällt dir halt auch einfach nichts mehr zu ein. Also, du kannst. Das haben wir auch gestern im Spiel Gütersloh gegen Köln gesagt, wenn du gegen die Kleinen nicht punktest, dann brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Also Aachen spielt es, ich bleibe dabei, Aachen spielt es ja einfach sehr, sehr souverän runter mittlerweile, was die Punkte angeht. Sie holen die Punkte, auch wenn es manchmal nicht unbedingt schön ist, aber sie holen die Punkte. Und wenn ich mir das beim WSV jetzt angucke, die haben jetzt, ich glaube, mit dem Wiedenbrück-Spiel von den Vereinen, die da unten drin stehen, ja, ich hatte die Bilanz gemacht ohne Wiedenbrück. 3 von 15 möglichen Punkten gegen Teams auf den Abstiegsplätzen. So, sagt doch alles, oder? Wenn du die Punkte nicht holst, dann hast du da im Aufstiegskampf auch nichts zu suchen. Punkt. Fertig. Ende aus Mickey Maus. Und jetzt, bevor du jetzt loslegst, eine Sache noch, die ich da noch anmerken will. Für die neue Saison haben andere jetzt vielleicht schon, wobei, nee, das wird auch chaotisch. Fortuna Köln braucht einen neuen Trainer, die können auch noch nicht planen. Rot-Weiß Oberhausen dreht sich auch einmal auf links, die können aktuell auch noch nicht planen. Ja, und beim Wuppertaler SV, da kannst du. Du müsstest jetzt in die Planung gehen für die neue Saison. Du müsstest jetzt schon eine Mannschaft zusammenstellen. Ja, es gibt einige Leistungsträger, die Verträge haben. Aber du weißt ja nicht, mit welchem Geld du planen kannst. Friedhelm Runge hat in der Öffentlichkeit auch ganz klar gesagt, er Engagement, mal gucken, wie hoch das Ganze noch sein wird. Nie so hoch wie in dieser Saison. Mal gucken, was es da noch an Geld gibt. Und dann kannst du wieder nicht planen. Das heißt, du stellst wieder eine Mannschaft irgendwie in der Sommerpause zusammen und hoffst, dass es dann alles soweit passt und alles ineinander greift. Das ist. Ja, same shit, different here, so ungefähr. Ich sehe es ein bisschen anders und ich darf es ja auch sagen, weil ich Gerne. glaube, von den Verantwortlichen hat keiner meine Nummer. Und Das ist nicht schlimm, ich kann die weitergeben. wenn, dann kannst du ja gerne weitergeben. Nein, es geht ja hier nicht um irgendwelche Leute an die Wand zu nageln, ob jetzt im sportlichen Bereich, Kaderstruktur oder den Torwart an sich selber. Es gibt Dinge, die können immer passieren, gar keine Frage. Aber es gibt auch Dinge, du hast ja gerade den Hinweis gegeben auf 21:30 Uhr nachher. Es gibt auch Dinge, die dürfen in gewissen Situationen innerhalb eines Spiels und innerhalb einer Saison, du befindest dich jetzt eventuell noch in einem vermeintlichen Aufstiegskampf beispielsweise bis zu diesem Spiel, dann gibt es Dinge, die dürfen einfach nicht passieren. Die dürfen nicht passieren. Und ich will jetzt nicht unbedingt nur in die Kerbe schlagen, junger Torwart, älterer Torwart, aber hier schreiben es einige Leute schon in den Chat und das wäre jetzt sowieso mein Take gewesen. Das Erste, woran ich gedacht habe, als ich diesen Fehlpass gesehen habe, Patzler. Da stand jetzt einfach nur vor meinen Augen Patzler. Wo ich dachte, wäre das, und
Patze hat auch immer mal einen hier daneben und hier und da und tralala. Keine Frage, ne? Und was hinter den Kulissen ist, kann ich nicht so richtig beurteilen, bin ich dabei. Aber ich glaube, so einem erfahrenen Torwart in so einer Situation wäre vielleicht nicht unbedingt passiert, ne? Weil du hast es gerade angesprochen. Ich glaube, wir vor 2 oder 3 Wochen hatten wir auch dieses Thema, Paul Grave. Da war auch irgendeine Situation. Vor 2 Wochen war es, glaube ich, Letzte gegen Big. Woche auch schon gegen Paderborn, wo er Ja, das Ding dann auch so. nach der Flanke so nach vorne geschlagen So, hat und dann und jetzt Gegentor, geht's und ja. jetzt geht's weiter. Er selber wird mit Sicherheit nicht von Fehler zu Fehler zu Fehler zu Fehler Ja, selbstbewusster. Das absolut. ist das eine. Das andere ist, wie das auf deine Mitleute oder Mitspieler ausstrahlt. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein Dahms und ein Schwers beispielsweise jetzt genau wissen, boah, da steht jetzt ein Neuer hinter mir, selbst wenn ich mal drüber schlage, der bügelt das Ding wieder aus. Die wissen doch auch ganz genau, Alter, eigentlich müssen wir dem sogar noch mehr helfen und unterstützen, ne? Anstatt es andersrum ist. So. Und wenn du schon so in solche Spiele reingehst, schwierig. Und wenn dann noch on top, Sven, gucke ich mir wieder das 2-0 an, dann sind wir wieder bei unserem Ja, Freund. Standardsituation. Ey, da stehen die mit 8 Mann auf der Höhe der Fünferlinie. Mit 8 Mann. Und der Ball kommt auch genau auf die Fünferlinie. Der kommt und genau er geht dahin. zwischen zweien hoch, pom, frei und So. tschüss, Und lass uns Abfahrt. einen Haken dran machen, weil sonst eskaliert das hier wirklich gleich. Und kleine Ich Anmerkung: bin, Wir haben ja. 300 Live-Zuschauer mal wieder an diesem Sonntag fucking Es Abend. ist geil. Es Richtig ist geil. geil. Lass uns Kurz noch das. weitermachen. Ja, nee, ich will dieses Patzler-Thema nur kurz nochmal aufgreifen. Ich habe es auch vor Augen gehabt. Ich will dich nur kurz bestätigen. Ich habe das Thema auch vor Augen gehabt. Nicht, weil ich dem Jungen irgendwas Böses will, Paul Grave, aber Patzler hat so viel gesehen in seinem Leben. Auch torwartmäßig, der wird solche, der hätte so eine Nummer nicht gemacht. Das ist nun mal leider so. Punkt. So, ohne dem was Böses zu wollen, machen wir weiter. WSV verliert 0 zu 3, verabschiedet sich aus dem Aufstiegsrennen und schaut in dieselbe Kerbe wie jedes andere Team, was da oben mitspielt, außer Alemannia Aachen. Während mit Wiedenbrück dann ein Team, was eher unten anzusiedeln war, auch gewinnt. So, welches Spiel haben wir als nächstes? Definitiv. Und dann kommen wir zum FC Gütersloh gegen Fortuna Köln. 1:1 unentschieden. Du warst live vor Ort, hast Yes. dementsprechend dort kommentieren können, schrägstrich dürfen sollen. Und das Moderieren. moderieren, sorry. Und das Ganze für Magenta Sport. Also jeder hätte es mit einem Drittliga-Abo beispielsweise auch schon schauen können. Und kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Ey Leute, Wahnsinn, was ihr abreißt. Es wäre mega krass geil, wenn jeder dieser 275 mal eben kurz einmal liken könnte. Das ist ja auch der letzte Hinweis, bevor sich hier einige wieder beschweren, warum ich das so oft sage. Aber ist halt für uns eine mega fette Sache hier sonntagsabends über die Ja. Regionalliga mit euch gemeinsam zusammen. Und dann geht es jetzt weiter in deine Zusammenfassung. Denn, wie gesagt, du warst live vor Ort, hast moderiert. Und naja, für Fortuna Köln, die können wir jetzt quasi mehr oder weniger auch verabschieden. Der FC Gütersloh, dass die zu Hause eine ganz unangenehme Nummer sind, auch wie andere, wie Wiedenbrück, haben wir gerade besprochen. Ist auch kein Geheimnis, aber. Gib uns doch mal einen kleinen Erlebnisbericht so rund um dieses Spiel, weil das Ergebnis können wir ja lesen, aber so eine kleine Zusammenfassung von deinem Tag dort vor Ort. Ja, Zusammenfassung von meinem Tag mit Proben und Nein, das Aufnahmeleitung jetzt und nicht. Check und nein, nein, alles gut. Also spielerisch muss man sagen, 1 zu 1, ja, Gütersloh hat es am Ende dann doch wirklich noch einfach mit dem Willen irgendwie geregelt und den Punkt zu Hause behalten. Fortuna Köln startet die ersten 15, 20 Minuten richtig stark, hat diverse Chancen auch in Führung zu gehen, machen halt einfach das Tor nicht, sind da einfach nicht effizient genug in dem Moment. Steinkötter hat dann kurz vor der Pause noch mal eine große Torchance, wo er den ganz, ganz knapp neben das Tor legt. Man muss sagen, Gütersloh hat sich so nach 20 Minuten ein bisschen freigeschwommen. Mehr nicht. Also die haben keine großen Torchancen gehabt. Die haben dann einfach ein bisschen mehr Körperlichkeit, ein bisschen mehr Aggressivität ins Spiel reingebracht und haben dann damit dafür gesorgt, dass Kölns Spiel nicht mehr so sauber laufen konnte, wie das vorher der Fall gewesen ist. Ja, und in der zweiten Halbzeit hat man sich auch nicht viel getan. Julian Hesse hat im Interview, nee, Kevin Freiberger hat es gesagt, der Trainer hat uns den Arsch aufgerissen und einen Einlauf verpasst in der Halbzeitpause. Fand ich super. Julian Hess hat auch bestätigt, er ist sehr laut geworden, wohl in der Halbzeitpause, ist wohl nicht sein Naturell. Und danach war es zumindest so, dass man auf Augenhöhe gewesen ist. Gütersloh auch mal mit dem einen oder anderen Abschluss. Fortuna Köln nicht mehr so wirklich gefährlich. Ja, und dann haben sie einen guten Angriff, den sie aufgezogen haben. Da hat man dann in der Zwischenzeit Budimbo mal ins Zentrum gezogen. Der ist unglaublich robust gewesen vor dieser Situation, hat sich in zwei, drei Zweikämpfen nicht abkochen lassen und hat dann das Spiel nach außen verlagert, auf die Außenbahn.
Ich glaube, Dominik Ernst war das, der dann die Flanke reinschlägt, und Taiwa war es von Gütersloh, der dann im Strafraum den Ball mit der Hand für alle ersichtlich abwehrt. Folgerichtiger Elfmeter, 81. Minute, Leon Demey verliert den Gütersloher Keeper Jano Peters. Und dann denkst du, und das hat Matthias Mink hinterher auch gesagt im Interview, ja, dann denkst du eigentlich, das Thema ist durch und jetzt haben wir den Bock und jetzt ziehen wir das Ding auch auf unsere Seite. Aber unverständlicherweise hat Fortuna Köln danach so ein bisschen das Fußballspielen eingestellt. Gütersloh hat alles nach vorne geworfen, hat den Ausgleich nach einer Ecke gemacht. Auch da wieder Eckball an den zweiten Pfosten gespielt und Heim ist sowas von blank da an der Ecke. Da haben sie dann zwei Kölner den Pfosten gedeckt und nicht Felix Heim, der stochert den dann rein. Und dann war Gütersloh eigentlich auch noch drauf und dran und hätte unter Umständen sogar noch den Lucky Punch setzen können und hätte sogar noch die drei Punkte zu Hause behalten können. Haben die ein oder andere Kontersituation nicht ausgespielt, nicht sauber ausgespielt. Pietrowitsch, glaube ich, oder Kandic, einer von beiden, hatte noch eine riesige Chance zum 2-1. Und von daher am Ende ein gerechtes 1-1. Fortuna Köln hat sich dann auch, ja, selbst auch so ein bisschen aus diesem Aufstiegsrennen verabschiedet. Die haben es dann auch gesagt, dass, also nicht, dass es das jetzt gewesen ist, aber dass man da jetzt nicht mehr hingucken braucht. Und jetzt guckt, dass man die Punkte noch irgendwie holt und die Saison sauber zu Ende bringen wird. Also der nächste Aufstiegsfavorit, der sich dann verabschiedet hat und der es selber einfach nicht auf die Kette gekriegt hat. Ja, wenn der eine sich verabschiedet, verabschiedet sich auch der andere Ist wahrscheinlich. Wahnsinn, ne? Also die Da haben gesagt, Positiven. hey, komm, dann machen wir dem Kollektiv. Dann machen wir dem Kollektiv, dann sagen wir alle Da können wir Tschüss. mit dem Rotstrich rübergehen und oder Stift und dann können wir hier jeden weghaken. Und dementsprechend hat es auch an diesem Wochenende, man kann schon fast sagen, im Jahre 2024 mal wieder unsere Freunde vom 1. FC Bocholt erwischt. Und die die Pressekonferenz. Habe ich mir bislang noch nicht angeschaut, werde ich mir aber noch mal geben. Ich kann mir vorstellen, da ging es wieder heiß her. Grüße an den Didi. Er weiß, wie ich das meine. Und auf der anderen Seite schöne Props an den Tilo Altmann. Der ist wahrscheinlich im VIP-Bereich in Lippstadt noch steil gegangen. Also, der heimische SV gewinnt 2-0 gegen den 1. FC Bocholt. Torschützen waren, lass mich nicht lügen, Örnek in der 52. Spielminute zum 1-0. Und jetzt kommt mal ein richtiger Name für mich, Wagner in der 80. mit dem 2-0. Und wenn ich mir Wladimir Wagner, diese yo. Tore schon wieder angucke, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Wir reden vorhin noch über den Torwartfehler von vom Wuppertal Aber. SV. Jetzt gucken wir uns den Fox an vom 1. FC Bocholt, wie der wunderbar durch den 5-Meter-Raum segelt. Mehr oder weniger. Und ja, ihm wird ja attestiert, dass er eigentlich grundsätzlich, glaube ich, eine gute Runde gespielt hat oder Das ist spielt. übrigens der Atem von Sebastian Patzler in seinem Nacken Da sind wir wahrscheinlich, der ja nämlich, jetzt im Bocholt Torwart ist. da schließt sich wieder der Gleis, weißt du? Hatten wir ja gerade. Und ja, gut getretene Ecke, muss ich dazu sagen. Also wirklich mit Schnitt und mit Speed. Aber ey, da sind fünf, sechs Mann vor ihm. Ist Das ist ja eine Wahnsinn. Strafraumbeherrschung. Ich meine, wenn ich jetzt den Spruch mit meiner Oma wieder rauskrame, den jeder wahrscheinlich schon mal in die Kreisliga gebracht hat, dann wäre es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du musst natürlich, und kennt ja jeder von euch da draußen wahrscheinlich, jeder hat doch wahrscheinlich schon mal so einen verrückten Torwart hinter sich gehabt in seiner Ja. Karriere. Ey, ich hatte da teilweise Leute hinter mir, da sind die Gegenspieler schon freiwillig 10 Meter weggegangen, weil sie genau wussten, da habe ich gleich ein Knie im Rücken. Und da, wenn ich mir das angucke, ne, so ein bisschen Geschubse, so ein bisschen hier, und hier und da, nichts Richtiges, kein richtiges Zweikampfverhalten. Auch die Mitspieler von ihm überhaupt nicht auf der Höhe dort, um Örnek da in dem Fall so ein bisschen daran zu hindern. Also der köpft wirklich aus 4 Metern da ins leere Tor, mehr oder weniger. Und das Ja. 2-0, um jetzt noch einen draufzusetzen, da hört es bei mir komplett auf. Jeder, der hier das seit 3 Jahren kennt, ein Einwurf, eine Vorbereitung über einen Einwurf. Da sagte mein Trainer schon früher zu mir: Hör mal, es gibt nichts Leichteres zu verteidigen als einen Einwurf, weil, also, da stehen doch alle aneinander. Wahnsinn, die Vorarbeit zum 2-0. Dann tritt er noch so doof über den Ball. Vielleicht sehen wir es heute Abend alle bei Arndt Zeigler. Schöne Grüße, guckst uns ja jede Woche hier um 20 Uhr, weiß ich, Arndt. Wie der den dann einfach gar nicht trifft, dann dreht er sich mit so einem komischen Drall noch rein und dann wieder raus. Also verrücktes Ding. Unterm Strich, mein erster Take dazu, wo ich das Ergebnis gelesen habe. Vielleicht ist das einfach der Alltag beim 1. FC Bocholt. Ich will jetzt wieder nicht zu analysieren mit dem Druck, was wir immer schon die letzten Wochen hier so reingeworfen haben, aber vielleicht hat
in der Hinrunde einfach jeder 180.000% gespielt und jetzt sind sie einfach auf ihrem normalen Leistungsniveau angekommen, weil wenn du auch das dort so liest, Sven, ne? Bocholt zweites Jahr Regionalliga, Lippstadt gegen Bocholt, so einfach so, mal so sacken lassen und jetzt klammern wir mal die Tabelle aus, so. Ist jetzt nicht so, dass man einfach denkt, boah, da kommt jetzt Bayern München und die spielen jetzt hier gegen Lippstadt, sondern da spielt Lippstadt gegen Bocholt und Lippstadt seit ewigen Jahren in der Regionalliga. Also so könnte auch ein normales Ergebnis sein vor der Saison, wenn Ja. es, wenn es so wahrgenommen hättest, ne? Also Ja. ich glaube, die sind einfach auf Also, dem Boden der Tatsachen angekommen und ist Alltag jetzt wieder eingekehrt. Fertig aus Mickey Mouse. ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich habe es gerade eben im Chat auch schon gelesen. Was Ich trifft's glaube, gut, Mickey Daniel, Mouse? genau, Daniel Simczak, wenn ich den Namen jetzt richtig ausspreche, der hat es nämlich genauso formuliert wie du. Der sagte, am Ende, du musst wahrscheinlich dir als Bocholt eingestehen, dass du in der Hinrunde einfach ein bisschen over the top gespielt hast, vielleicht bei 110 oder immer bei 100% Minimum gewesen bist oder bei 110% gewesen bist. Du hast eine neue Truppe gehabt, die man so noch nicht kannte, vielleicht auch mit Didi Hirschen, einen neuen Trainer, der einen Spielstil gehabt hat, den man von Bocholt so nicht kannte. Die Mannschaft musste sich dran gewöhnen. So, jetzt ist die Winterpause. Dann kommt dazu, was wir gesagt haben. Du hast jetzt endlich auch mal oder du hast was zu verlieren. Es wird viel über die dritte Liga geredet, infrastruktureller Umbau und so weiter und so fort. Und ja, dann bist du einfach irgendwo vielleicht jetzt langsam wieder in der Realität angekommen. Du siehst auch die Frustration. Marc Becker, der dann mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, beispielsweise auch, ne? In der Szene, wo du sagst, ey Junge, die zweite, die war so unnötig, da bist du halt einfach wirklich 10 Minuten zu spät. So, und das ist eine verdiente gelbe Karte. Und dann, wenn du eine hast, dann bist du halt weg vom Fenster. Fertig. So, dann hast du einen Lukas Fox, der in der Hinrunde überragend gespielt hat als Torwart, der jetzt auch den einen oder anderen Wackler einfach hat. Ist natürlich passiert und ist okay, aber. Ist halt einfach, und Didi Hirsch sagte das, ich glaube, im Interview nachher auch, wo er gesagt hat: Ey, Freunde, guckt doch einfach alle mal auf die Tabelle. Wir sind aktuell Tabellenzweiter. Wenn uns das vor der Saison irgendeiner gesagt hätte, das hätte ich blind unterschrieben. Ja, aber immer mit der Geschichte, dass du halt bis zur Winterpause Erster warst mit, ich glaube, 2 Punkten Vorsprung, ist das halt eher ein Verlust als ein Gewinn, die ganze Geschichte. Das ist nun mal so. Und du hast halt in Bocholt auch gesagt: Ey, ja, gut, Träumen ist erlaubt, ne? Mal gucken, wo es hingeht. Ich glaube, es ist wirklich so. Ich glaube, es ist wirklich so. Du hast vielleicht von der einen oder anderen etwas glücklichen Situation viele Elfmeter auch profitiert bei den Bocholtern. Du hast Spieler gehabt, die an ihrem Leistungslimit auch die ganze Zeit gespielt haben. Dann kam die ein oder andere Verletzung dazu. Der ein oder andere Transfer, der vielleicht im Winter nicht ganz so gegriffen hat, wie man sich das vorgestellt hat im Tauschen. Ademi, der ja auch erst zur Winterpause jetzt seine Spielberechtigung gekriegt hat und so weiter und so fort. Man ist auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Das beschreibt es, glaube ich, einfach sehr, sehr gut. Und ja, ich bleibe dabei, wenn du gegen diese vermeintlichen Kleinen nicht gewinnst, und das hat Bocholt bewiesen, das hat Fortuna Köln bewiesen, das hat der WSV in diesem Wochenende bewiesen, dann hast du nun mal im Aufstiegskampf nichts zu suchen. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich noch auf Oberhausen gegen Aalen eingehen, das ist dasselbe Spielchen in Grün mit 1:1, aber ich glaube, dann geht uns die Zeit irgendwann aus, wenn wir darauf auch noch eingehen. Nee, das lassen wir an dieser Stelle und kommen mit dann auch, würde ich sagen, zu unserer Lieblingskategorie hier bei den Pottbolzern Sven. Und zwar, ich werde es diesmal ein bisschen andersrum vorbereiten, weil dann haben wir es nachher nämlich ein bisschen leichter. Wo haben wir es? Unsere Freunde, die werden sich jetzt schon alle freuen. Ich hoffe, die haben alle auch geliked. Und ja, da geht's mal wieder an den Tivoli und zwar hierhin. Freue mich halt immer wieder, wenn ich, wenn ich das einspiele. Ne? Also ich finde das, es passt wie die Faust aufs Auge. Ja, Ich es muss ehrlich ist. sagen. Wobei ich das auch immer so geil finde, dass momentan gar nicht so viel Action rund um Alemannia Aachen ist, wie man das eigentlich von diesem Verein kennt, ne? Also diese latente Unruhe, die du da immer rund um Aachen gehabt hast, immer irgendwelche Baustellen, die nebenbei waren, die hast du ja eigentlich gar nicht diese Saison. So, ne? Also kannst du auch demnächst hier GZSZ, ich sehe in dein Herz einspielen oder sowas in der Richtung. Dann haben wir die deutsche Variante davon. Aber genau das ist es ja vielleicht sogar, ne? Nach den letzten Jahren, Schrägstrich anfänglichen Monaten in dieser Saison, dass jetzt da Ruhe im Bums ist, ne? Und ja, so könnte man es ja mal sagen, ne? Ja, der Papa regelt, ne? Ja, Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das gut.
Ah, So ungefähr. den Sascha Eller, den laden wir auf jeden Fall nochmal ein. Gegen Ende der Saison. Kannst du dir vorstellen, warst du damals dabei? Wir hatten noch eine Folge. Warst du nicht damals in der letzten Folge dabei, wo Rot-Weiß Essen aufgestiegen ist mit Marlon? Wer Boah. war, waren wir zu dritt? Doch, 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 Wer war doch, da? doch, doch, wo Marlon noch Wo der ungefähr Knödel voll war? 3,8 Promille hatte und davon berichtet hat, wie dieser Pfosten über die Ja. Rückenschreiter da geschleppt Ja, wurde. ja, Ja, ja. ich Die erinnere Fans mich. hatten ja den Pfosten mitgenommen und er war ja dann bis nachts unterwegs und hatte ja keine Stimme mehr und war ja hier in der Sendung mit Sonnenbrille. Boah, so was Ähnliches stelle ich mir auch mit Sascha Eller dann vor am letzten Oh oder am ja, letzten bitte, Spieltag. bitte. Wahrscheinlich irgendwie am 13. April sind die ja auch schon aufgestiegen. Nee, wir lassen, also ich sehe das hier, Copy-Paste hat es gerade nochmal gesagt, Marcel Moberts wird morgen tätowiert. Das würd ich dann gerne sehen. Marcel Moberts tätowiert und oberkörperfrei mit der dicken Sonnenbrille im Gesicht dann hier im Podcast. Das wäre eine geile Nummer. Oh, und jetzt kommt der richtig geile Übergang. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er sich so Eilert Scheppi drauf macht, mit so einem Herz, mit so einem Boah. Herzchen, mit so einem Ah. Eilert Scheppi. Und da wären wir auch schon bei unseren Freunden vom Ja. ersten FC Kahn-Marienborn. Ihr habt doch alle drauf gewartet. Ihr habt doch alle eigentlich nur darauf gewartet. Leute, beim nächsten Mal, irgendwann kommt ja auch der Jingle. Wenn ihr dazu auch noch was habt, schickt es uns auch gerne ein. Also, wenn ihr irgendjemand den Kahn-Marienborn-Jingle einbauen will. Also, Kreisliga C, Gruppe 1, Siegen Wittgenstein 23-24. Übrigens Wittgenstein, sehr, sehr geiler Hinweis für mich persönlich, arbeitsmäßig. Anderes Thema. Gehen wir mal rein. Und zwar wurde heute gespielt und Sven, wir haben doch heute den 10.3., oder? Ja, wir haben heute den 10.03.2024, aktuell 20:58 Uhr, Ich sag mal nur. traue meinen Augen nicht. Absolute Weltpremiere hier. Der erste FC Kahn. Marienborn, der ehemalige Club vom Scheppi, schöne Grüße Scheppi, guckst uns jeden Sonntag, gewinnt nicht 1:0, Sven, gewinnt nicht 2:0, nein, gewinnt auch nicht 3:0, gewinnt nicht 4:0, Sie gewinnt gewinnen nicht gar 5:0, nicht. nein, sie gewinnen 6:0 gegen den S oder gegen die SG Giesberg. Giersberg. Wow. 6:0. 6. Boah. Und Ja, da aber die kann haben man ja auch schon im jetzt Winter. regelrecht von einer Ah, ja. Aufholjagd sprechen, oder? Also da Ja, ich ist schon glaube, einiges los. jetzt geht's los. Jetzt, mal gucken, wie ist der Abstand nach oben zum ersten? Also da wird ja Ja, wahrscheinlich. der erste FC Kahn hat sich jetzt auf 8 Punkte hochgeschraubt und nur noch 3 Punkte entfernt, dann haben sie die SG Wilnsdorf, Wilgersdorf, Wilden 3, 2, sorry. Das ist ja eine Okay. Spielgemeinschaft aus Wilnsdorf, Wilgersdorf, Wilden. Wahnsinn, oder? Boah. 6:0 ziehen die heute mal Aber richtig einen ab. das ist ja für die, das muss ja der Brustlöser für den Rest der Saison gewesen sein, eigentlich, Ja, ne? was meinst du, was da los war? Boah, Wahnsinn. So, und jetzt müssen wir mal eben eine Sache noch gucken. Weil, wo ist es denn? Kahn 6:0 Marienborn. gewinnen die. Das ist Wahnsinn, ne? Das kannst du keinem erzählen, Aber wenn da er kannst in du mal das. sehen, was wir hier dazu beisteuern, dass die wieder in die Spur kommen. So, und pass auf. Ich habe doch gesagt, die haben unter der Woche, am Mittwoch, den 6.3., hatten sie ja sogar noch das Spiel, weil die haben ja vergangenen Sonntag gar nicht gespielt. Da haben die doch gegen den Tabellensechsten, den SV Sätzen 3 gespielt zu Hause. Gegen den Tabellensechsten. Ne? Da ist ja 0-0. auch 0-0. Immer. Der erste Kahn Marienborn ist wieder da. Das ist so, Freunde. Und wir begleiten es. Die haben jetzt aus diesen letzten drei Spielen einfach mal schlanke 7 Punkte geholt. Er kann mir richtig vorstellen, so im Hause Schepernick, ne? So, dann sitzen die da und gucken dann auch immer den Fupa-Live-Ticker. Gibt ja leider kein, Absolut. gibt ja wahrscheinlich keine Live-Bilder, aber so ein Fupa-Ticker kennt ja auch jeder aus der Kreisliga. Die Und aktualisieren immer. dann so, die Frau in der Küche, der FC Kahn, der FC Kahn. Und dann der Scheppi, der FC Kahn ist wieder da. Auf Der sieht jeden schon seinen Fall. neuen Vertrag in 10 Jahren wieder in der Regionalliga beim ersten FC Kahn. Yes, auf jeden Fall. Komm, jetzt scheiß drauf, wir wollen die Leute nicht langweilen. Denn Alemannia Aachen gewinnt was für ein Übergang, gewinnt ihr Heimspiel oder sein Heimspiel mit 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf 2. Und ich habe mir, muss ich dazu sagen, nicht das ganze Spiel angeschaut, aber ich habe mir diverse Fanblogs und Vlogs und Spielberichte und Highlights, alles in einem angeschaut. Vor 25.400 Zuschauern, das ist ja mal eben wieder ein Riesenkompliment wert. Hab mir dann die Info dazu geholt, dass es ja einer der drei Top-Kulissen in dieser Saison war. Und alle drei Top-Kulissen, dementsprechend vom Tivoli aus Aachen, wie soll es auch anders Welche sein? Überraschung. Das aber, Sven, an einem Freitagabend
Okay, gegen Wuppertal war Eröffnungsspiel, war auch Freitagabend, aber nicht im Gegen Sommer. Düsseldorf 2. Jetzt diesmal und gegen Düsseldorf 2. Alter Schwede, was ihr dort abreißt und zelebriert. Dicken Respekt auf jeden Fall. Und dem Spielbericht war auch zu entnehmen, dass Düsseldorf 2 schon natürlich mit breiter Brust angereist war. Ne? Also die haben ja in den letzten 8 Spielen, haben die nicht 7 gewonnen, glaube ich sogar. Ja. Und Richtig großen Satz in der Tabelle ja. gemacht, extrem formstark. Die haben unter Jens Langenecke richtig gut performt. Und dementsprechend wohl auch einer der stärksten Gegner am Tivoli in dieser Saison, haben dort wirklich für ja, Respekt gesorgt, sind ja auch dementsprechend mit 1:0 in Führung gegangen. Torschützen insgesamt können wir ja mal kurz auflisten. 0-1 Skolik, 14. Minute, Szczepanik 1:1, Afam Afamefuna. Mefuna, sorry, 2:1, 75. Minute. Und da fangen wir mal, würde ich sagen, ganz am Anfang an, zumindest was die Tore betrifft, und kommen dann zum Kollegen Skolik, der, naja, auch so ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen ausnutzt auf Seiten der Alemannia hinten im 5-Meter-Raum. Denn Hanrahs, ja, also, oder anders gesagt, Heiner Backhaus wird es mit Sicherheit schon nicht gefreut haben, dass dort über außen sehr, sehr einfach ja, der Flankenlauf zugelassen wird. Setzt sich also gut durch, der Linksaußen gegen den rechten Verteidiger auf Seiten der Alemannia. Dann bringt er den Ball sehr, sehr gut vors Tor. Im ersten Moment wird der noch geblockt von Hanrahs und dann, also da sieht richtig beschissen aus, muss ich dazu sagen. Mache ich immer aber Ja. kein Riesen, wie soll ich sagen, kein Riesenstrich durch die Rechnung, Vorwurf. Vorwurf, weil er steht so auf dem rechten Stammbein, weiß nicht so recht, was er mit dem linken machen soll, will ihn ja mit links wegkegeln und irgendwie rutscht er so vollkommen vorbei und dann Ionen auch noch dann irgendwie mit in der Sah auch nicht Verlosung. gut aus Nee, dabei bei der also wenn wir jetzt Nummer. hier Pleiten, Pech und Pannen einspielen würden, dann wären die mit Sicherheit irgendwie alle in der Verlosung. Ich würde das aber wirklich mal abstempeln unter doof gelaufen. Ja, vor allen Dingen musst du eins sagen, du merkst in so einer Situation auch einfach, dass die Düsseldorfer mit eben diesem Selbstvertrauen auch in die Partie reingegangen sind, ne? Also das war zum einen der unbedingte Wille, auch dieses Tor machen zu wollen von Skolik. Und wie gesagt, halt einfach auch dieses Selbstverständnis aus jetzt, ich glaube, wie gesagt, 7 Siege aus den letzten 8 Spielen oder sowas, dass du sowas dann, dass du dich von diesen 25.000 und jetzt guck dir die Truppe bitte mal an, die Düsseldorf da auf den Platz gestellt hat. Ne? Also da, wir reden jetzt nicht davon, dass da irgendwelche, weiß ich nicht, Kastenmeiers und was weiß ich, wer bei Fortuna gerade unterwegs ist. Ich habe es gerade hier, Felix Klaus und was weiß ich nicht, was dieser Welt unterwegs sind. Ja. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, und das hatte ich jetzt gerade vergessen, gut, dass der 520XX das reinschreibt. Die Alemannia derzeit auch ohne Bappo unterwegs, Bakkart jetzt in dem Spiel und Heinz, ne? Nee, Also. darauf, also ich wollte jetzt nicht auf die fußballerische Qualität raus. Ich wollte darauf hinaus, dass du jetzt nicht irgendwo groß irgendwie einen Fixpunkt da drin gehabt hast mit ganz, ganz viel großer Profi-Erfahrung, der sagt, ja, Kinder, so und so hat das Ganze hier zu laufen in diesem Stadion und dann die alle mal zur Ruhe ermahnt hat oder sowas. Sondern die sind einfach da rausgegangen, die haben Fußball gespielt, die hatten Bock auf die ganze Nummer und haben sich durch diese Kulisse und alles gar nicht groß einschüchtern lassen und sind dann eben auch, wie du hast die Szene gut analysiert, gut beschrieben, dann auch in Führung gegangen und haben halt einfach diese Führung auch gewollt. Und dann bist du natürlich als Alemannia Aachen, ja gut, du bist natürlich im Heimspiel gefordert, aber wenn du dann innerhalb von einer Minute, glaube ich, direkt den Ausgleich machst, dann ist das ja auch kein Nackenschlag. Dann hast du zwar dieses 0:1 kassiert, aber du hast es sofort wieder weggesteckt, da hast keinen Nackenschlag. Und dann ist es halt so ein typisches Spiel, wo du sagst, ja, mal gucken, wer den längeren Atem hat bei der ganzen Geschichte. Und wenn wir es sauber ausspielen, dann wir wissen um unsere Stärke. Und das ist halt, das ist das. Du wirst gleich das 1:1 noch wahrscheinlich ansprechen und das 2:1 noch einmal. Aber wo ich einmal kurz drauf hinaus will, ist, das unterscheidet die Alemannia aktuell von allen anderen Vereinen, die da oben mit rumgeturnt haben. Dieses Vertrauen in die eigene Stärke, dieses Selbstbewusstsein und dieses Wissen, wir können hier immer noch nachlegen und vor allen Dingen einfach diese Ruhe. Die verfallen dann nicht in irgendeine Hektik, wenn sie ein Gegentor kassieren. Ich traue es mich ja nicht zu machen, aber ich mache es trotzdem. Nimm den Vergleich zum WSV. Der WSV kassiert das 1:0 und die sportliche Leitung hat es ja hinterher gesagt, die sind danach auseinandergefallen. Aachen kassiert das 1:0 und das nicht das erste Mal in den letzten Wochen. Und was machen sie daraus? Mindestens mal noch einen Punktgewinn oder einen Sieg.
Genau, denn in der 15. Minute war es dann soweit und du hast es ja gerade schon mal richtig angesprochen. Alemannia versucht sich erst durchs Zentrum zu kombinieren. Natürlich mit einem 1-0 im Rücken, die Fortuna dort schon kompakt stehend vorm 16-Meter-Raum, lässt dann im ersten Moment nicht viel zu. Heißer, der sich auf rechts gut absetzt und mit links dann quasi die Flanke in den 16-Meter-Raum reinbringt. Und in dem Standbild, wenn ich das jetzt hier mal anhalte auf meiner Perspektive oder Position, dann kannst du schon erkennen, dass bei der Flanke, und das gefällt mir richtig gut, ne? Du hast eine relativ gute Boxbesetzung bei so einer Flanke, denn es stehen drei Verteidiger gegenüber drei angreifenden Alemannen. Denn Szczepanik ist einer davon, der das ganz gut antizipiert. Natürlich ist die Flanke so mit Sicherheit nicht im ersten Moment gewollt, aber er läuft genau in diesen Raum rein. Und was er dann macht, ist natürlich auch, muss man fairerweise dazu sagen, nicht Regionalliga-like, denn das ist schon große, große Klasse. Er nimmt den Ball mit rechts an, erkennt, klar, der Ball prallt so ein bisschen an die Brust, bisschen Glück dabei, okay, aber er erkennt, dass ein Gegenspieler von rechts, einer von links kommt. Und was macht er dann? Er zieht ihn einfach mit Auf der dem Sohle, Bolzplatz. genau, er zieht ihn einfach mit der Sohle zwischen beiden Gegenspielern hindurch und hat dann in dem Moment aber auch den Ball mehr oder weniger perfekt für diesen Robbenschlenzer ins längere Eck. Und naja, ich sag mal so, da gibt es gar nichts dran zu mäkeln. Das war ein astreines Tor, wirklich jetzt. Und das sage ich jetzt nicht, weil hier 300 Alemannen im Chat sind. Könnt trotzdem mal gerne ein Like da lassen. Ja, Trotzdem. 300 Likes, ne? Also wenn Ja, 300 da sind mit dem nein. offiziellen Account, dann bitte auch 300 Gibt Likes. es gar nichts dran zu Nein. rütteln. War für mich ein sehr, sehr geiles Tor. Aber ich finde das halt einfach faszinierend mit einer einzigen Körperbewegung. Wie gesagt, wie auf dem Bolzplatz. Also ich hätte es vielleicht früher nicht in der Schnelligkeit hingekriegt, aber das ist einfach, du ziehst immer mit der Sohle zurück und du lässt zwei einfach komplett an dir vorbeilaufen. Die laufen die komplette, weiß ich nicht, was ist das da unten, A44 oder was entlang. Und du bist einfach schon in der anderen Richtung unterwegs und kannst das Ding ins lange Eck schlenzen. Das ist eigentlich, das sieht so brutal einfach aus und es ist unglaublich effektiv einfach gewesen. Und schön fand ich jetzt die Aussage, die ich gerade noch gelesen habe. Scheppis Visitenkarte für Kahn-Marienborn. Absolut, das Tor auf jeden Fall. So, damit ging es dann in die Halbzeitpause. Sven, 1:1, und da sind sich wahrscheinlich alle einig gewesen, das soll es noch nicht so gewesen sein, denn Rekordkulisse haben wir gerade schon mal angesprochen, einer der Top 3, und dementsprechend war da noch mehr zu erwarten. Insgesamt gab es in der zweiten Halbzeit Chancen auf beiden Seiten. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen, aber die Alemannia ging mit 2:1 in Führung, aber vorher noch eine strittige Situation. Und da scheiden sich ja im Netz auch so ein bisschen die Geister, kann man sagen. Und ich habe mir das in Vorbereitung auf die Sendung wirklich vorhin, ich glaube, 10-mal angeschaut. Denn die Kameraperspektive ist natürlich aus der Sicht nicht 100% optimal. Ich kann aber sportlich zumindest dazu sagen, Kollege Petrit ist es ja, glaube ich, ne? Ja, Nico Petrit. Genau. Ich sag mal so, der hat natürlich ein Problem. Es findet eine Seitenverlagerung statt und er kann den Ball halt im ersten Moment schon nicht kontrollieren. Also technischer Fehler ihm unterlaufen, ne? Der Ball, er kann ihn nicht gut mitnehmen, er kann ihn nicht kontrollieren. Dadurch gerät er natürlich in die Schwierigkeit, dass er dort angelaufen wird, kann sich nur mit einer Grätsche helfen. Die Grätsche ist so, dass der Ball aber mehr oder weniger bei der Alemannia bleibt, und dann macht es, wer ist es denn da? Wer springt da rein? Könnt ihr ja mal ganz kurz eben reinschreiben, wer dort gefoult wird auf Seiten der Aachener? An wen war das Foul? Strujic. Strujic, genau. Jetzt. Sasa Strujic, genau. Geht dort rein, erkennt das gut, zieht mit und stellt natürlich clever seinen Körper rein, und dann kommt halt eine Grätsche von hinten. Und ich sag mal so, nochmal. Ich habe hier auch gerade gelesen, dass hier so ein bisschen zumindest diskutiert wurde. Kann ich nicht 100.000% erkennen. Ich würde aber sagen, aufgrund der Abfolge in der Aktion, Petrit kann den Ball nicht kontrollieren, setzt nach, Grätsche hat nicht seinen Erfolg, und auf Höhe der Mittellinie dann nochmal so von hinten reinzugehen. Ich sage mal so, da muss ich am Ende wahrscheinlich auch nicht beschweren.
Nee, und es wird ja auch geschrieben hier im Chat. Letzte Woche gab es die Aktion ja für Julian Schwermann auch gegen Rödinghausen. Es war eine ähnliche Geschichte. Dir springt der Ball weg letztlich. Du machst die Grätsche. Du kommst wirklich viel zu spät von hinten rein. Ich habe die Szene auch zwei, dreimal gesehen und habe gesagt, ja, alles klar. Das ist halt, es ist eigentlich nicht extrem wild, die Nee. ganze Nummer. Das ist nicht so, dass du sagst, boah, das war jetzt Körperverletzung pur. Aber er geht halt. Und das ist ja die Grundlage einer roten Karte früher mal gewesen. Es war immer die Aussage, gehst du von hinten rein mit offener Sohle, ist es rot. Fertig. So brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber rätseln. War glücklicherweise jetzt nicht körperverletzend. War, glaube ich, auch nicht seine Absicht. Aber letztlich, klare rote Karte. Brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Die Aachener machen es hier im Chat auch schon, das passt schon. Und ja, da gab es dann hinterher ja noch beim 2:1 ja nochmal ein wenig Diskussionsbedarf, wenn wir auf das Tor gleich mal eingehen. Ich habe den einen oder anderen gehört, der gesagt hat, das hatte so ein bisschen was von Franck Ribéry und Arjen Robben damals im Theater of Dreams gegen Manchester United. Ja, Die Ecke dann da rein, der ja. Volley-Schlag von Ja. Afamifuna. Nee, nee. Kommen wir gleich zu. Ich wollte nur noch mal einen Satz dazu sagen. Da siehst du vielleicht, weil ja viele sich immer aufregen, Zweitvertretungen und hier und da und tralala. Natürlich geht es dann in der Diskussion meistens eher darum, dass irgendwelche Profis mitspielen bei solchen Spielen. Aber ganz ehrlich, ich habe gerade noch mal geguckt, der Junge ist 20 Jahre alt. Ja. Das wäre jetzt wahrscheinlich einem Älteren jetzt nicht unbedingt in so einer Situation passiert, weil noch mal da. Mittellinie, boah, ich weiß nicht, ob da jetzt so viel anbrennt, wenn du da versuchst, den einfach nur abzulaufen oder abzukochen. Egal. Zu dem Zeitpunkt dann halt natürlich sehr, sehr ungünstig für die Düsseldorfer. Und dann folgte nämlich, ja, was haben wir hier? In der 75. Minute, also 4 Minuten danach, schon das 2:1 für die Alemannia. Und du hast es gerade angesprochen, Sven, so ein Hauch davon, also wir können uns ja alle noch erinnern an das Tor mit Ribéry. In Frankfurt war es, meine ich. Oder war es Gladbach? Nee, in Gladbach. In Gladbach war es, glaube ich. Da kommt die Ecke rein von Schweinsteiger und er zieht dann aber mit links ab. Das war das Besondere an diesem Tor damals. Auf Höhe des 16ers. Dann kann ich mich noch an das Robben-Tor in Manchester erinnern. Du hast es gerade, glaube ich, gesagt. Und wir sind ja vom alten Schlag. Ich kann mich noch an das Lothar Matthäus-Tor erinnern in Leverkusen. Das hatte auch eine sensationelle Oh ja. Flugbahn. Eine Wahnsinnsflugbahn, aber ganz ehrlich, was hier jetzt passiert, nochmal, wir könnten jetzt das Ratespielchen oder den Rechenschieber rausholen, weil du hast ja ganz zu Beginn der Sendung gesagt, der Mene, der fragt dann immer seinen Torwart, wie fühlt er sich, möchte er ja gerne vor sich ein paar Leute haben, sollen die den 16 abdecken, sollen welche am Pfosten stehen und und. Und hier kann ich wirklich zum allerersten Mal meinen Senf nicht dazugeben, ich kann hier wirklich nichts analysieren, weil dazu fällt mir absolut nichts ein. Es fällt mir nichts ein, was das rechtfertigt, da jemanden am 16-Meter-Raum mit, ich sag mal so, einem Radius von auch noch 10 bis 15 Metern, also könntest jetzt den Zirkel nehmen, wie früher in der Schule, ne? Könntest da den Radius aufzeichnen. Der kann ja 5 Meter vorne reinsprinten, der könnte dann mit dem Kopfball gefährlich werden, der könnte dann zwischen 5er und 16er reinsprinten und dann mit dem Fuß abschließen. Nein, er steht dann da einfach und auch dort rückt ja keiner richtig raus. Deswegen kann Nein. ich dazu an dieser Stelle nichts analysieren und mir fällt auch nichts dazu ein, dass eine Zweitvertretung, die ja mehr oder weniger auf Profiniveau daherkommt, sowas in der taktischen Ausrichtung nicht vorgibt. Also ich verstehe es nicht. Ich Ich verstehe es nicht. verstehe es auch nicht. Ich finde es geil, René Gasterich sagt das gerade. Afamifuma hat dann auch die Eier, sitzt den Großteil der Saison auf der Bank und jagt das Ding dann einfach mal, versucht der Volley Richtung Tor zu jagen. Jetzt muss man ja sagen, es gibt ja zum einen erstmal den Streitpunkt. Man weiß ja nicht 100%, ob es seiner war oder ob es der von Paljuka war, ob der noch dran war. Ich habe es aus den Bildern nicht unbedingt erkennen können, ob Paljuka noch irgendwie dran war. Dann gab es ja die Diskussion, ob Paljuka dann unter Umständen im Abseits gestanden hat. Ich habe mal versucht, wirklich bei dem Moment der Ballabgabe von Afamifuna das Bild zu stoppen Hast du, und hättest ja mal auf deinen Laptop so ein Lineal und so einmal mit so einem Edding draufzeichnen. draufzeichnen können. Genau. Nein, habe es tatsächlich mal versucht. Ich persönlich hätte wahrscheinlich gesagt, grenzwertig, aber tendenziell eher kein Abseits dabei. Von daher unterm Strich reguläres Tor, aber ja, das bist du ja dabei. Also zum einen, das Paljuka, ich glaube, der hat auch nicht damit gerechnet, dass er innerhalb von einer Woche zweimal ein fast identisches Tor macht, weil er da einfach bei einer Ecke zentral dann am Fünfer noch steht und irgendwie das Ding dann abstaubt. Also das ist ja schon mal das eine.
Und dann sind wir an dem Punkt, wo du sagen musst, ey, wie du sagst, warum lasse ich den im Rückraum so Mutterseelen allein? Also, dass du einen Raum deckst, kann ich ja verstehen. Also, wenn du eine Raumdeckung machen würdest, würde ich das verstehen, dass du den nicht direkt einen auf Füße stellst, alles in Ordnung. Es gibt die Möglichkeit, halb Raum, halb Mann. Es gibt ja zig Möglichkeiten, die du da machen kannst. Aber das war gar nichts. Also ganz Das ehrlich, war vergessen. ganz Das ehrlich, war einfach, die haben den vergessen. Fertig. ich glaube, ich habe jetzt das perfekte Standbild, wirklich, wo er gerade den Ball am Fuß hat. Für mich ist das auf gar keinen Fall abseits. Ja, du hast, glaube ich, irgendwie zwei Düsseldorfer, die noch ein Stückchen weiter nach hinten versetzt Nach sind. Ist ein rechts, bisschen nach schwierig zu rechts, sehen. nach Ja, genau. rechts. So, jetzt trotzdem nochmal zu dieser Situation. Eine Sache, wo man jetzt sagen könnte, naja, wir können da jetzt nichts analysieren, weil uns da jegliche Erklärung fehlt auf Düsseldorfer Seite. Ich glaube natürlich, dass es auf der anderen Seite jetzt, um das Positive mal hervorzuheben, dass es natürlich genauso geplant und gewollt war, ob da jetzt so der Raum freigemacht werden sollte, damit der Kollege dort am 16er steht und dann Volley abzieht, ist wieder eine andere Interpretationssache. Aber du erkennst ganz gut im Muster, und da müsste man den Heiner gerne mal dazu befragen, du erkennst wirklich schön im Muster, dass du zwei Leute als Speerspitze vorne drin hast, die mehr oder weniger den Torwart so ein bisschen behindern, dann automatisch direkt drei, vier Gegenspieler mit reinziehen in die Verlosung und die anderen vier Angreifer quasi sich alle am hinteren Pfosten quasi aufhalten, ne? Also die ziehen oder machen schon das erste Drittel so, machen sie schon auf. Also da ist wirklich weit und breit ein ganzer Raum, der Ja. überhaupt gar nicht besetzt ist. Ja, Und das ist ja das, was ich sage, das das macht Nichts. es ja dann so gefährlich und das macht es dann ja so besonders, genau in dieses Feld reinzustoßen. Und ob der jetzt da komplett blank gestanden hätte oder den Volley nimmt oder. Ein Ziel wird es wahrscheinlich schon mal sein, dieses Feld einfach generell mal zu öffnen, um Ja. dann generell so die Möglichkeit zu haben, da reinzustoßen. Und da muss ich dann sagen, das ist natürlich dann wiederum gut gemacht. Auf der anderen Seite ist es natürlich katastrophal. So. So, Punkt. So, am Ende sorgt es das dafür, dass die Aachener 2-1 gewinnen. Aber was ich ganz spannend finde, ist, ich habe jetzt gerade eben noch gelesen, das Glück ist auf Aachener Seite. Ist es Glück, Stefan? Ist es wirklich, ist es Glück? Also ist es zu einem großen Teil Glück oder ist es tatsächlich wirklich einfach eine fußballerische Qualität gepaart mit der Geduld und der Ruhe und dem Vertrauen in die eigene Stärke dabei? Nein. Also ich glaube, bei Also dem, Glück spielt immer bei nein, Fußball ein bisschen ja, eine Rolle. natürlich, natürlich. Aber das, auch wenn ich mir das Spiel anschaue, klar, du hast nachher hinten raus, dürfen wir nicht vergessen, was war es, was ein Pfosten oder ein Lattenschuss, den die Düsseldorfer noch hatten. Warte mal, gucke ich mir noch mal eben kurz an. Ja, geht an den Pfosten. Das ist dann natürlich Glück in der 80. Minute, da geht er an den Pfosten. Aber so unterm Strich gesehen, ich meine, das 1-0 von Szczepanik, das haben wir gerade analysiert, dass das ein super Tor war. Ja. Das wird der oder das hat der in seiner Karriere, auch zu Zeiten, wo der noch bei anderen Vereinen gespielt hat, da war ich ja mal näher dran damals. Das hat er schon öfter gemacht. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass Szczepanik der Ball aus Versehen über den Schlappen gerutscht ist und da ist er irgendwie reingegangen. So, also da würde ich sagen, das ist Können. Ja? Bei dem anderen Ding, ich meine, da geht Fortuna Düsseldorf als Verlierer vom Platz, aber die können sich ja wohl am wenigsten beschweren, wenn sie da einfach einen am 16er vergessen. Das hat dann für mich auch nichts mit Glück zu tun, sondern das ist das andere einfach eher schlecht gemacht. Ja, und klar hast du dann in so einem Spiel vielleicht mal Glück, wenn dann ein Ball an den Pfosten geht, aber unterm Strich die insgesamte Entwicklung und die insgesamten Ergebnisse, die sie erzielen. Und da muss man einfach wirklich mal Anerkennung aussprechen, denn du warst damals auf Schalke, da hat man sich gegen allen Widerungen oder Widerständen durchgesetzt. Auf Schalke kompliziertes, dreckiges Spiel, Elfmeter letzte Minute. Dann, boah, wann war es nochmal? Letzte oder vorletzte Woche auch so wirklich unterm Strich. Letzte Woche gegen Rödinghausen, Ja, der so, Punktgewinn. ja, der Punktgewinn. Und jetzt wieder, solche Spiele musst du gewinnen. Und gleich in 10 Minuten gibt es einen Take, da sage ich, genau so mit der Art und Weise spielt ein Absteiger. Und genau so auf der anderen Seite spielt ein Aussteiger.
Und da können wir einen Haken dran machen, Ja. denn sonst wird es hier langsam eng. Genau, du kannst ja schon mal Spieltag und Tabelle schon mal rüberschmeißen jetzt gleich. Vielleicht dazu noch abschließend, ich habe das ja eben gesagt, das unterscheidet Aachen halt momentan einfach von allen anderen Vereinen, die damit oben rumgeturnt haben und den Atem dort spüren lassen wollten und mit in den Aufstiegskampf rein wollten und so weiter und so fort. Stefan hat sehr, sehr gut zusammengefasst jetzt gerade. Von daher ist das, glaube ich, was, wo man ganz guten Haken dran machen kann. Und ja, ich habe das letzte Woche gesagt, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil die Spiele enger werden und auch kribbeliger werden und auch zum Teil halt eben nicht mehr ganz so souverän vonstatten gehen. Verletzungen, Sperren etc. Alles hat seine Gründe, klar, gar keine Frage. Aber wir sind an demselben Punkt. Mittlerweile macht Aachen das, was Münster letzte Saison gemacht hat. Sie gewinnen einfach ihre Spiele und ziehen das Ding jetzt einfach durch. Punkt. So, ihr könnt die Tabelle ablesen, aber ich glaube, die Ergebnisse haben wir dementsprechend so mal reingeworfen. Wir haben alles dazu gehabt. Ansonsten noch Oberhausen 1-1 gegen Aalen. Dann haben wir Köln 2-0-3 gegen Rödinghausen. Dann haben wir noch Paderborn gegen Gladbach 2-4. Und sonst hatten wir eigentlich alle Spiele in der Review. Ganz. Wildberg gegen Schalke, genau, 5-1 noch mit Ja, dabei. das können wir schon fast Gute Besserung abhaken. an Felix Allgeier, der da ja 20 Minuten lang behandelt werden musste und mit einer schweren Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Hartes Definitiv Ding. gute Besserung. Ansonsten, die Alemannia nach wie vor, wie soll es auch anders sein, ganz, ganz oben auf Platz 1 mit 54 Punkten mittlerweile, 6 Punkte Vorsprung auf Bocholt, dann noch ja, sogar 9 auf Fortuna Köln und ich glaube, Wuppertal ist jetzt endgültig aus der Verlosung Ja, mit 11 ja. Punkten Rückstand und dann war es das auch. Und in den Abstiegsregionen wird es ganz, ganz kribbelig und interessant. Ich denke mal, zumindest ab Borussia Mönchengladbach 2 mit 28 Punkten. Dann haben wir Wegberg mit 25 Punkten, Lippstadt 24, die sich jetzt natürlich wieder so ein bisschen, ja, aufgerafft haben. Aalen mit 20 und auch der Sieg der Velberter überlebenswichtig, jetzt auch auf 20 Punkte. Und da werden wir natürlich, wie gewohnt, in den nächsten Wochen drauf schauen, Sven. Und jetzt habe ich gerade schon den Hinweis von Patrick bekommen, der ist ja hier quasi schon mittlerweile Teammitglied. Ich solle noch die Fanstimmen natürlich Stimmen rein reinbringen. reinwerfen. Das hätte ich ja fast vergessen. Lass uns aber zunächst mal einmal kurz hier den Im Westen, dann haben wir das Das nämlich auch Tageskirn. abgehalten hier, weil ich sag mal so, da wird sich jetzt glaube ich nichts mehr in 2 Minuten dran ändern. Den können wir jetzt nämlich hier küren und Kollege, nehme ich schon mal jegliche Spannung raus, aber ich kann schon sehen, Kollege Heister ist es geworden von Alemannia Aachen mit 85%. Bei mir waren es gerade 85, jetzt haben wir hier nur noch 84. Schlaubig, Schlumpf kam wahrscheinlich noch dazwischen. Vor Engelmann mit 7, vor Bornemann mit 5 und Assalari mit 2%. Sven, 271 Stimmen. Absurd. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle mit dabei gewesen seid Ist und das noch nicht seid und krass? abgestimmt habt. Ich bettle noch mal um das ein oder andere Like dabei, aber alles gut. Vielen, vielen Dank einfach, dass ihr dabei seid und uns beiden hier Woche für Woche zuhört und wie wir da über die Liga philosophieren. Und du hast es gerade gesagt, ab Gladbach beginnt die Abstiegszone. Ich sage ab Gütersloh, weil die Entwicklung von Gütersloh und Paderborn auch schon in eine etwas andere Richtung geht in der Rückrunde, nicht in eine gute, und die von denen da unten drunter, die geht in eine richtig gute. Das wird noch mal eine ganz, ganz enge Kiste, und Gütersloh und Paderborn sollten sich da definitiv nicht zu sicher sein, was den Abstiegskampf angeht. Das wird noch eine ganz, ganz lustige Nummer bis zum letzten Spieltag werden. Schauen wir dann mal. Und ja, auch dort immer mehr Stimmen. Ihr könnt gerne auch uns bei Instagram folgen. Kleiner Hinweis an dieser Stelle noch. Denn wir fragen dort immer, zumindest regelmäßig, nach den Stimmen von euch zum Spieltag. Super, Copy-Paste. Und Ihr macht zwar, das gut, aber lasst ihr euch auch tätowieren, wenn Aachen aufsteigt. Ich soll ein Heiner Backhaus-Tattoo kriegen. ja, schauen wir mal. Ich nehme kein Marienborn-Tattoo. Bleibt uns auf jeden Fall auch in der nächsten Saison treu, auch wenn ihr in der dritten Liga spielt. Schauen wir aber mal. Soweit ist es ja noch nicht. Gianni AC, unfassbare Stimmung auf dem Tivoli. Dann haben wir hier den Patrick. Aachen weiter unaufhaltsam und die Konkurrenz spielt für uns. Dann sagt er übrigens noch 25.400 Zuschauer auf dem Tivoli ohne Gästefans, gute Voraussetzung für die dritte Liga. Vollkommen richtig, Patrick. Dann haben wir den Paul Simons, ATSV, Herz, Herz. Dann haben wir Max Reiners, Aachen kann es zu Hause gegen Bocholt entscheiden. Das stimmt auch. Dann haben wir den Meister, Aachen nicht mehr zu stoppen, der Adler AX.
Wann kommt denn mal der Mobatz als Gast vorbei? Auch sehr, sehr interessante Frage, natürlich. Ist schon häufig genug eingeladen worden. Dann haben wir den Tim 16 ATSV. Dennis Lerche hat geschrieben. Unser Dennis, Aachen steigt auf, 100%. Ja. Dann haben wir den nochmal den Adler AX. Bock auf eine Wette? Wenn Aachen aufsteigt, muss Sven ein Spiel in Aachen-Trikot moderieren. Ja, wäre auch geil. Aber was ist das bitte für eine Wette? Also, das ist ja, also das ist ja. Haha, du hast doch schon immer in Aachen Bettwäsche geschlafen, oder? Ja, So, dann haben wir genau. noch den Uli 910, WSV mit Gael Cionomano, der kann nix. Nächste Saison gegen den MSV. Ey, Uli, bis gerade war es mir noch sympathisch. Dann haben wir noch den Marvin 78, TSV, Marvin EST, die heißen irgendwie alle Marvin. Gott will es, Herz, Herz. Dann haben wir den Neudorfer, Schommers verzockt, er ist und bleibt ein Kreisliga-Trainer. Dann haben wir noch Alemannia-Fan 1900, auf dem Boden bleiben, weiter ackern und im Mai ausschlicken, Sven. Ja. Da wären wir doch am Ende. Ich muss so Yes. auf die Tube drücken. Ist auch vollkommen in Ordnung. 21:27, 3 Minuten geht der 1902 Podcast Ja, los. Also, wer Bock hat, ob wir schaltet das bitte in ein. 3 Minuten hinbekommen, ich bezweifle es mal. Micha scharrt schon mit den Hufen. Wir müssen mal wieder eine Niederlage analysieren. Ich habe da so richtig Bock drauf. Okay, da können wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Lisa Tellers im Aachen-Trikot wäre cool. Ich bin mal gespannt. Ich werde Lisa mal antickern und werde sie mal fragen, ob sie schon eins rausgesucht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie beim Aufstiegsspiel moderieren könnte unter Umständen. Ja, kommen wir zum Ende. Ich wollte noch was sagen, aber manchmal ist besser, nichts, nichts zu sagen. Ja. Manchmal ist einfach besser. Ist okay. Schnauze halten. Liebe Leute, das war's wieder. 1 Stunde, 10 Minuten und 33 Sekunden auf der Uhr. Ich finde, die Zeit verfliegt immer hier einfach nur vor uns hin. Und Sven, wie immer, vielen, vielen Dank für deine Expertise, für den Erlebnisbericht aus Gütersloh. Vielen Dank an den Max Mechtemis für den Einspieler. Vielen Dank an euch alle da draußen und nächste Woche sehen wir uns wieder. Da können wir mal gucken, dass wir es wieder auf 20 Uhr irgendwie ein bisschen vorziehen. Da habe ich hier sturmfrei, das kann ich schon mal verraten. Also nicht, dass ihr alle vorbeikommt, kommt dann alle lieber beim Sven vorbei. Heute Abend noch große Oscar-Nacht, schaut alle mal rein. Ansonsten gerne, gerne abonnieren, liken und vor allem für den Algorithmus, ihr kennt das Spiel, kommentieren. Schreibt rein, ob es das im Aufstiegskampf war. Schreibt rein, wie ihr die Situation rund um Alemannia Aachen wahrnehmt. Also Stadionplatz aus allen Nähten, man ist gefühlt schon aufgestiegen. Woran müssen die Jungs trotzdem noch arbeiten? Schreibt Haltet. rein, wer das Aufstiegsspiel kommentieren und moderieren Ganz darf. genau, macht auch das. Einfach bitte kommentieren, dann würdet ihr uns einen Riesengefallen tun. Denn wir sind auf der Straße, auf der Road to 4000 Abonnenten. Das möchte ich oder möchten wir gemeinschaftlich noch bis zum Ende der Saison knacken. Ich glaube, das ist mit euch gemeinsam machbar. Von daher sage ich, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Dann werden wir wieder über die Regionalliga West sprechen. Dir, Sven, wie immer, vielen Dank. Kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf. Haltet die Hände über der Bettdecke und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ja, dann von mir auch noch die letzten Worte. Danke, dass ihr alle mit dabei gewesen seid. Es hat wieder extrem viel Spaß gemacht. Wahnsinn, wie viele heute wieder mit am Start gewesen sind. Vielen, vielen, vielen Dank dafür für euren Support. Habt eine gute Woche, kommt gut durch dieselbige. Kleiner Hinweis in eigener Sache noch. Ich bin am Dienstag zu Gast bei den Kollegen vom Wimpeltausch. Wer also ab Mittwoch reinhören möchte, darf das gerne tun auf allen gängigen ja, Podcast-Portalen, mal so ein bisschen Werbung nebenbei machen, ist ja der Podcast unter anderem auch von Micha, den ihr gleich im 1902 Podcast seht, zusammen mit Stefan. Und ansonsten schaltet bitte alle einen nächsten Sonntag wieder ab roundabout 20 Uhr zu Pottbolzer im Westen. Wir freuen uns sehr drauf. Habt eine gute Woche, kommt gut durch und ja, schöne Woche, bleibt gesund und wir sehen und wir hören uns. Tschüssi.